Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Yo, wir sind hier am Dock in Venedig und dort hinten wartet ein weiterer Auftrag der Diebesgilde auf uns. Was mag das wohl sein? Finden wir es heraus. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe. Und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein. Und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Okay, Kleider machen Leute. Die Kisten plündern, in denen die Rüstung für Emilios Wachen transportiert werden, dann ein Boot stehlen und zu Uru bringen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Alright, 3 Kisten warten nur darauf, von uns geplündert zu werden. Worauf warten wir? Erstmal steigen wir hier nach oben, denn auf den Dächern kommen wir auf jeden Fall etwas schneller voran, glaube ich. Okay, das erste scheint dem Kompass nach gar nicht so weit weg zu sein. Ach, da ist ja schon. Hier, kommt mal mit, Jungs. Okay. Die da hinten sollt ihr ablenken eigentlich. Aber ich kann sie von hier aus noch nicht anvisieren, das ist ärgerlich. Nicht scheiße. Solche Wörter sage ich nicht. Kann ich nicht so runterglotzen? Ja, genau. Verstanden. Macht euren Job, Jungs. Sehr gut, Jungs. Nein! Was mache ich denn? Was tust du denn, Stolto? Sorry. Nö, alles gut. Euch interessiert's offenbar nicht, dass ich das hier mache, ne? Nur die anderen. Okay. Genug. Wir haben zu arbeiten. Ja. Mach ich. Wieder Glück gehabt. Hier wieder dasselbe Spiel. Ah, Diebe. Ihr könnt mir helfen, und zwar bei denen da. Lasst es sie spüren. Ich poliere mir währenddessen meine Nägel. Ihr Mistkerle, bleibt stehen, ihr werdet sterben. Ja, Mann, bin ich unauffällig. Okay. Die Diebe sind gut, hä? Huh? Echt clever. So, jetzt noch dort hinten. Hey, ihr seid ja immer noch hier. Nicht schlecht. Na warte, wenn ich euch erwische. Hey, mach mal nicht so einen Stress, Jungs, mal ehrlich. Mach dich aus dem Staub. Oh, das da hinten ist wohl Sperrgebiet. Okay. Reicht hier wohl Geld bei denen? Ich bin ein Glückspilz. Nein, es interessiert keinen. Schade. Aber dort sind auch schon ein paar Diebe, die mir mit Sicherheit weiterhelfen werden. Pronto. Oh, Diebe. Ich meine, warte, geh weg. Nein, nicht die Patrouille. Genau, die dort stehen. Gib ihnen was zu tun. Na warte, wenn ich euch erwische. Perfekt. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Okay, jetzt. Und da, jawohl. Ach, und jetzt müssen wir ins Sperrgebiet, um das Boot zu stehlen. Na, scheiße. Keiner sieht mich. Und jetzt? Seid ihr es leid, das Pflaster unter den Sohlen zu spüren? Ranschleichen ist schlecht. Kälte und Nässe in eure Stiefel, dann solltet ihr einen Termin machen und euren Füßen etwas da Gutes tun. Leider haben die anderen das mitbekommen, dass ich hier bin. Oh, sie sägen an. Ja, viel Spaß mit dem Wasser. Irgendwie bringt euch Wasser ja um. Warum auch immer.
So, bei dir dürfte es auch schnell vorbeigehen. Na, na. Au, au, au. Ich finde das mal so eklig, wenn Kehlen aufgeschlitzt werden. Na, komm, voll runter. Geht doch. Naja, warum es ihn tötet, ist so eine Frage, aber... So, Wurfmesser. Wir beide treffen uns gleichzeitig... Oh, okay. So, und jetzt das Boot besorgen. Alles klar. Und jetzt zurück zu Ugo. Und dann sind wir auch schon fertig. Geht auch schnell. So, wenden und los geht's. Ach, hinten ist es schon. Seht ihr? Das klang jetzt nach einer 30-Minuten-Mission, ne? Ging aber eigentlich relativ schick. So, Ugo, da sind wir. Keine Musik, aber ein schönes Boot. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Mach das, mach das. Wieder 2500 Florin und ich würde sagen, wir haben alle Mini-Aufträge der Diebesgilde erledigt. Und jetzt dürfte es endlich soweit sein. Wir kümmern uns um, na, Emilio Barbarigo. Hoffe ich zumindest. Ja, das sind nur Kurtisanen, okay. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ach, hier lang muss ich. Nicht durcheinander kommen. Und da sind wir. Alles muss raus. Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen. Klingt doch aufregend. Das klingt aufregend. Da bin ich. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch. Okay. Jetzt müssen wir also 5 Bogenschützen töten, die wohl auf diesen, in der ganzen Umgebung von Emilio Barbarigo Stellung bezogen haben. Okay. Ein sehr wichtiger Auftrag und vor allem, wir dürfen dabei nicht entdeckt werden. Also oberste Vorsicht ist geboten, Leute. Vor allem sollten wir nicht vorher schon irgendwie Streit oder Stress mit Wachen anfangen. Das können wir gerade definitiv nicht gebrauchen. Erstmal gefahrlos dorthin kommen, bitte. Das heißt also, den Stress mit denen jetzt, um an den Kisten da drin zu kommen, kann ich auf später aufheben, ne? Also kann ich später machen, nicht jetzt. Na, wir nähern uns. Bald sind wir da. Wir sind gleich da. Wenn man auf die Map guckt, sieht das fast mehr aus als 5, ne? Ah, es sind nur 5. Gut, wir sind da. Und jetzt kann das große Sterben losgehen. Wir machen das, was wir am besten können. Töten. Er sieht mich nicht. Hat keiner mitbekommen. Perfekt. Glück gehabt. Yes. Ah. Ich bin so still, weil das echt spannend gerade ist, finde ich. Okay. Mal schauen, ob wir es hinkriegen, ohne dass einer der mitkriegt, dass der andere gestorben ist. Komm schon, dreh dich um. Jetzt der andere. Oh, knapp. Und jetzt Antonio treffen. Den ersten Part haben wir schon hinbekommen. So weit, so gut. Oh, und hier können wir runterspringen. Perfekt. Das erkennt man am Taubendreck, falls ihr euch fragt. Schnell.
Obwohl, warum mache ich nicht einfach das? Wenn wir schon dabei sind, ne? So, da bin ich. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius' Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Na gut. Attentat auf Emilio Barbarigo. Na, wenn das nicht Zeit wurde. Aber erstmal müssen wir uns ein paar Diebe besorgen, die mir gleich dabei helfen werden. So ein bisschen die Wachen ablenken. Das wurde uns ja gerade angeboten, ne? Hier können wir noch so ein bisschen Aufmerksamkeit loswerden, wenn wir schon dabei sind. Zum Beispiel könnten wir da rein. Und hier sind auch schon Diebe. Perfekt. Oder perfekt. Na, habt Spaß. Gut. Habt Spaß, genau. Und ich stehe hier ganz unauffällig. Und sehe cool aus. Yep, los, rennt. Jetzt aber, fix. Jetzt müssen wir schnell hoch, solange hier keiner ist. Verdammt, das klappt nicht. Ach, hier aber. Jetzt hier an den Rand, okay. Aha. Ist aber auch ein hohes Gebäude. Und echt gut bewacht. Dieser Emilio hat auf jeden Fall echt Panik und ich kann es nachvollziehen. Bisher ist jeder seiner Vorgänger quasi gestorben oder alle die Mitwisser. Da sind wir. Ein kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie, es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konntet ihr so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja. Okay, das ist auch irgendein Arsch von denen. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr? Das war knapp. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben. So, das muss keiner sehen. Wartet an einem weniger auffälligen Ort. Seta ist nicht sicher. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt wohl, Emilio. Katzo, was wenn er recht hat? Ach, da unten ist er. Scheiße. Ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Zack, und geschafft. Damit hat wohl keiner gerechnet, hä? Huh? Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Oh, und die Bogenschützen helfen mir. Und Emilio Barbarigo ist tot. Hä? Tja, seid ihr jetzt glücklich? Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Okay. Und was macht Antonio dann? Wird er dann hier der Handelsführer oder was? Zetta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Thank you.
Okay. 5000 Florin. Alles muss raus, synchronisiert. Und damit haben wir anscheinend Sequenz Nummer 7 beendet. Und schon macht es wieder Schwobeldi-Wobeldi. Und tja, was passiert nun als nächstes? Geld werfen. Ja, unbedingt. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch in dem schönen Venedig. Also nicht Florenz. Keine Sorge, wir sind immer noch hier. Und wir schreiben nun mittlerweile das Jahr. Oh, hat sich wohl nichts geändert anscheinend. Okay. Das ist ja mal ein interessanter Anfang, hä? Huh? Von daher direkt hier runter. So, und wir haben einen Auftragspunkt. Da wollen wir doch mal hin, oder? Obwohl, wisst ihr was? Ah, mittlerweile verdienen wir 11.000 Florin pro Zahlung. Ist doch geil, oder? Aber erst machen wir hier ein bisschen Stress. Ich dachte, er killt mal zwei auf einmal. Das wäre mal was. Und er flieht. Tja, ist ja ein genialer. So, das war mal ziemlich leicht. Schnappen wir uns mal den Inhalt. Ah. Ja, hier auch noch ein bisschen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, zusammen mit dem... Oder? Schaffen wir das wohl? Geldtechnisch und die ganze Metallrüstung zu holen? Dann könnte es doch probieren, oder? Ach komm. Obwohl, nee. So wichtig ist das auch nicht. So, ihr Wachen, macht mal euer komisches Wachenkram, was auch immer ihr da so macht. Und wir gehen zu unserem nächsten Auftragspunkt und schauen noch mal, ob sich in der Zeit was getan hat und was Ezio jetzt so vorhat. Ich glaube, wir können auf jeden Fall jetzt ein weiteres Viertel von Venedig generell betreten. Oh, und ich glaube, hier ist ein Schatz. Ich wusste es. Dafür haben wir hier auch Wachen, die mich schon kommen sehen, oder? Nicht? Schluckst du Schwerter, ja? Geht doch. Und das hat er vorher nicht gesehen? Egal, gehen wir hier hoch. Ach, Junge. Machen wir es so. So, haben wir unsere Ruhe. Gut ist. Ach Mist, eine andere Wache hat er auch angelockt. Die hat's gehört. Scheiße. Tja. Wer wird dir schon noch glauben, wenn du da vergiftet und tot irgendwo rumliegst? Fällt jetzt wahrscheinlich eh ins Wasser, oder? Das will ich jetzt eben noch sehen. Er schafft es, nicht ins Wasser zu fallen. Tatsache, er fällt nicht ins Wasser. Respekt, das hätte ich gar nicht gedacht. Ach komm, jetzt Ezio, jetzt so, jetzt hier hoch, wird langsam mal Zeit. Wir haben auch nicht ewig Zeit, ne? Na. Oh, das sieht auf jeden Fall schon wie ein etwas reicheres Haus aus, oder? Nicht mehr so ein Armviertel. Okay, generell, die Architektur hier in Venedig ist schon der Hammer, aber... Stutto? Ich weiß nicht, was es heißt, aber es gefällt mir nicht. Nein, ich fliehe nicht, ich töte. Und wir haben hier einen Aussichtspunkt. Und wenn wir jetzt schon direkt dagegenüber stehen... Wow, das war ein guter Sprung, Ezio. Respekt. Na, komm schon. Und dann mal wieder eine Runde synchronisieren, wie es Zeit wird. Schönes Gebäude. Hm. Hier runterspringen. Und direkt davor ist auch unser nächster Auftrag. Ob das wohl mit diesem Grimaldi zu tun hat? Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Tja, ihr seid sehr vertrauensselig. Gleich und gleich. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Tja, aber ich habe dabei ganz vergessen, die Zeit, Leute, die Zeit läuft doch ab. Von daher mache ich einfach mal an dieser Stelle Schluss und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Mein Name ist Alex. Bis dann!